lokale Anlaufstelle. Das macht mir große Freude. Und deswegen haben wir gesagt, wenn die Pandemie so lange uns im Atem hält, müssen wir trotzdem Angebote machen, um in den Dialog zu treten und auch zu zeigen, dass wir da bleiben. Also wir lassen uns nicht verschrecken, sondern wir kümmern uns weiterhin um unsere Kieze. Diesmal geht es um 13.059. In der Vergangenheit ging es schon um Margaretenhöhe, Wartenberg und Falkenberg. Wir sind da also ganz engagiert dabei. Wir haben eine kleine Vorschlagsliste gemacht von Themen, die dabei sind. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und dann auch gezeigt, sodass jeder im Nachgang auch sehen kann, was wir hier miteinander besprochen und auch vereinbart haben. Es wird ein Protokoll geben von der Veranstaltung, weil in der Regel ist es so, dass immer Dinge sich auch ergeben, die dann im Nachgang vielleicht noch eine Bearbeitung benötigen. Jetzt freue ich mich, dass Martin Schäfer sich erstmal vorstellt und dann mit Sicherheit auch ein paar regionale Themen schon mitgebracht hat, vielleicht auch ein bisschen was erzählen kann zu dem, was geplant ist in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und dann können wir schon in die Diskussion gehen. Also und noch Sophia ganz herzlich begrüßen, Sophia Laps, weil sie nämlich auch im Bürgerbüro-Beirat sitzt. Wir haben einen Beirat gebildet aus 25 Bürgerinnen und Bürgern, die besonders engagiert sind in unserer Region und die uns einmal im Monat mit Rat und Tat, Beratung zur Seite stehen, die aber auch die Hohenschönhausener Stimme vertreten, wenn wir bei anderen Veranstaltungen sind, wie beim Deutsche Bahn Tower, wo wir um die S75 gerungen haben, oder mit dem Polizeichef von Hohenschönhausen, wo wir die Sicherheitslage besprochen haben. Also jeden Monat haben wir in der Regel entweder einen Gast oder einen Besuch, um unsere Interessen in Hohenschönhausen gebündelt zu vertreten. Jetzt, lieber Martin Schäfer, hast du das Wort. Dankeschön, Danny. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich, jetzt erneut hier sein zu dürfen in deinen Runden. Und ich finde es total super, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, um über Veränderungen, aber über Herausforderungen, Probleme auch nachzudenken. Ja, ich wohne auch in Lichtenberg, nicht in Hohenschönhausen, sondern ein bisschen weiter südlich am Bahnhof Lichtenberg im Weidling-Kiez in der Nähe von der Weidlingstraße. Wir sind verheiratet, sehr gut. Ich bin verheiratet und wir haben drei Kinder, die alle auch Schulkinder noch sind. Unser Jüngster verlässt jetzt die Grundschule und geht auf eine weiterführende Schule. Und da sind wir auch schon gleich bei einem der Themen, was uns gerade überall bewegt in der Stadt, dass wir zu wenig Schulplätze haben, vor allen Dingen für den weiterführenden Bereich. Und ich möchte jetzt gar nicht so ganz genau Schul- oder Postleitzahl scharf heute mich nur äußern, sondern auch ein bisschen über die Postleitzahl hinweg gucken, was dort alles passiert, auch gerade insbesondere im Schulbereich. Vielleicht fange ich damit auch mal an. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir, was die Schulinvestitionen angeht, und das klingt immer so blöd, wenn man das über sich selber sagt, aber es ist tatsächlich so, von allen 12 Bezirken sind wir der Spitzenreiter, was die Schulmaßnahmen angeht, die wir gerade so am Kochen und am Laufen halten. Das heißt, aktuell betreiben wir schon über 40 verschiedene Bau- und Sanierungsmaßnahmen und in den nächsten Jahren werden noch richtig viele Schulen gebaut. Und gerade für Sie dort in 13.059, ein bisschen weiter östlich, in der Wartinerstraße entstehen gerade zwei neue Schulen. In der Wartinerstraße, wenn ich da rechts reinfahre, gleich rechts, die Hausnummer 6, da werden wir diesen Sommer die Grundschule eröffnen. Die Schule ist schon gegründet, die Kinder gibt es schon. Die Kinder sind aktuell in der Konrad-Wolf-Straße, nämlich dort in der Schule. Das heißt, wir fahren die jeden Morgen mit dem Bus in die Konrad-Wolf. Und dann endlich ab dem Sommer haben sie ihr eigenes Schulgebäude in der Wartiner Straße. Und das Einzugsgebiet geht natürlich auch über die Prendener und weiter in den Norden. Ist also eine super Sache, dass das endlich geklappt hat. Und genau auf der gegenüberliegenden Seite, auch für ihre Kinder und Jugendlichen, wird es eine ganz wichtige Schule sein, bauen wir nämlich eine ISS, eine Sekundarschule, eine weiterführende. Da haben wir in diesem Sommer, ich glaube heute in 2 Wochen, ja, heute in 2 Wochen Richtfest. Das Richtfest war allerdings schon im Februar und wir konnten das Corona-bedingt nicht machen. Dann war es irgend, haben wir es auf März, Mai, April verschoben und da hat derjenige, der den Richtkranz bauen sollte, gesagt, er kann den nicht machen wegen Corona. Und jetzt machen wir also das Richtfest erst im Juni. Aber das heißt, wir sind schon weit über die Hälfte rüber und aktuell noch so im Zeitplan, dass diese große Schule, fünfzügige ISS im nächsten Sommer eröffnen wird. Und das ist gerade für das ganze Gebiet Neu-Hohenschönhausen, denn ich habe gesagt, es ist nicht direkt die Postleitzahl 13059, aber ist das Einzugsgebiet für die Schule.
Das heißt also, viele, die in 13059 wohnen, werden dann ihre Kinder oder bringen aktuell auch ihre Kinder schon dann auf diese beiden Schulen. Und da freue ich mich wirklich total, dass das gelungen ist. Und wir werden die Matibi-Grundschule, und das ist ja nun wirklich mittendrin, sehr stark unterstützen, was die Filiale angeht, was das Personal angeht. Da sind wir mit der Schulaufsicht insbesondere auch im Gespräch, denn es ist eine unserer größten Schulen, Grundschulen, die wir haben. Sie wissen das viel besser als ich. Da sind zum Teil in den letzten Jahren 6 erste Klassen eingeschult worden, weil so viele Kinder dort drauf wollten, sollten. Und das wird jetzt eben eine Entlastung erfahren, wenn in der Wartiner Straße die eine Schule aufmacht. Was ist uns noch wichtig? Wir haben insbesondere im Nebenstraßennetz, und das ist der Bereich, für den wir verantwortlich sind, einiges vor, was Kleinstreparaturen und Sanierungen angeht. Hier haben wir immer einen Kompromiss zu schließen mit dem gesamten Bezirk. Das heißt, in vielen Gegenden haben wir ja Kiezbeiräte oder bei dir der Bürgerbeirat, Danny, oder die HOVOG hat einen Mieterbeirat. Und jeder kennt natürlich seine Straßen und sagt, unsere Straßen sind die schlechtesten im ganzen Bezirk. Und das irgendwo wird auch die schlechteste sein. Irgendjemand muss ja da den Spitzenreiter spielen. Aber wir müssen tatsächlich das Geld, was wir haben, und das sind leider nicht so viele Millionen, wie wir sie bräuchten, von Nord nach Süd, von Malchow bis runter nach Karlshorst gerecht aufteilen. Aber wir werden auch einige Sachen im Bereich Dorfstraße und südlich machen können, weil auch dort einige Bauprojekte sind. Also Woldecker Straße zum Beispiel, das sind ganz wichtige Punkte. Und vielleicht ein dritter Punkt, und dann freue ich mich auch auf Fragen und den Austausch. Wir haben viel Natur in Neu-Hohenschönhausen. Ich glaube, das wird immer auch von vielen, die hier nicht in Lichtenberg und Hohenschönhausen wohnen, völlig unterschätzt, was für ein toller grüner Bezirk sind. Viele, da wo ich wohne, Weitling-Kiez, sagen, aha, der Nazi-Kiez, okay, und Hohenschönhausen, aha, die Platte. Und das sind so die Stigmata, die verteilt werden, aber dass da viel, viel mehr noch ist, ist wirklich, glaube ich, immer wieder auch deutlich zu sagen. Und gerade auch bei Ihnen oben, bei dir, Danny, ist uns wichtig, das gesamte Naturschutzgebiet auch wirklich zu schützen, Müll zu befreien, sauber zu halten. Und wir wollen hier auch durch mehr Fördergelder die Aufenthaltsqualität tatsächlich steigern. Wir sind an dem japanischen Tor auch dran. Das ist so ein Thema. Ich sage jetzt gar nicht mal das Tor selber, weil das ist eigentlich nur ein kleines Gebäude, sondern alles, was außenrum ist, muss in den örtlichen Tourismus, dadurch können wir mehr Gelder auch bekommen, stärker eingebunden werden. Und da wollen wir in Richtung mehr Mülleimer, mehr Patrouillen durchs Ordnungsamt in den nächsten Wochen und Monaten Akzente setzen, weil das wir gemerkt haben, gerade unter Corona-Bedingungen, wie sehr die Leute die Wartenberger Feldmark lieben, dort spazieren gehen zu können. Das ist einfach eine super Sache und hat ja über den Bezirk hinaus für ganz, ganz viel Erholungswert auch gesorgt. Also da haben wir einfach eine ganz tolle Sache, die wir schützen, immer wieder erhalten und vor allen Dingen auch ausbauen wollen. Das sind vielleicht mal so ein paar Akzente, Danny. Ich habe das hier auch parat unterlegt mit ein paar Zahlen und Fakten, die wir vielleicht dem Protokoll auch dann noch zufügen können. Aber es ist vielleicht ein bisschen ermüdend für so eine Videokonferenz, wenn ich sage, in welcher Zeitscheibe was und mit wie vielen Millionen und wie die Bauplanungsunterlage aussieht und welcher Architekt gerade dran sitzt. Aber das können wir, glaube ich, dann dem Protokoll gerne zufügen. Ja, vielen Dank, lieber Martin. Also generell gilt ja für einen Dialog, dass er sich dadurch auszeichnet, dass man ins Gespräch kommt. Das heißt, Sie sind ganz herzlich eingeladen. Selbst wenn Sie übrigens nichts sagen möchten, können Sie es auch gerne in den Chat schreiben, zumindest die, die über Zoom zugeschaltet sind, weil jede Frage ist willkommen. Ich freue mich erstmal, dass wir 2 neue Schulen bekommen, im 13057 zwar, aber die offensichtlich ja auch im 13059 bedienen werden. Ich freue mich auch, dass wir das Polizeirevier perspektivisch saniert bekommen. Nach über 10 Jahren mit einem Fangnetz sollen spätestens 2023 dort Baumaßnahmen durchgeführt werden, also eine Komplettsanierung. Und in der Pablo-Picasso-Straße wird eine Berufsfeuerwache entstehen, die dieses Jahr noch beginnt, die mit 140 Feuerwehrkräften für uns sehr, sehr konkret unser Sicherheitsbedürfnis stärken wird. Das heißt, die Einsätze werden deutlich kürzer, weil aktuell kommen die aus Lichtenberg, aus Weißensee.
aus Marzahn-Hellersdorf zu uns gefahren. Einige Rettungswagen stehen natürlich auch hier bei den Freiwilligen Feuerwachen mitunter, aber auf einer internen Feuerwehrkarte ist Hohenschönhausen ein blinder Fleck. Ein bisschen fühlt sich das auch beim ÖPNV manchmal so an. Natürlich haben wir die M4 und M17, wir haben 256er, wir haben auch den Bus aus Brandenburg. Aber da gibt es noch erhebliche Entwicklungen. Eine Buswendeschleife, die in Ahrensfelde schon zur Verfügung steht, Richtung Lindenberg, die wollen wir gerne nutzbar machen, auch für die Berliner Busse. Da gibt es noch ein bisschen Diskussion, dass der 256er dort vielleicht auch mitwenden kann, mithalten kann, weil dann der Parkplatz in Wartenberg auch erhalten bleiben würde. Bei der S75 ist die Diskussion etwas unerfreulicher. Der Staatssekretär Streser hat uns bei einer Diskussion mit dem Beirat später schriftlich mitteilen lassen, dass es 2029 frühestens erst wieder eine S75 über Alexanderplatz, Friedrichstraße oder gar Westkreuz geben kann. Das sehen wir nicht nur kritisch, wir lehnen diese Planung ab. Wir erwarten, dass spätestens 22 oder 23 die S75 zumindest im 20-Minuten-Takt wieder durchfährt und zurück natürlich auch, sodass dieser Umsteigeprozess, den der eine als sehr simpel beschreibt und andere als mühselig, dass wir dort eine direkte Anbindung haben. Das Gleiche gilt für die Situation mit Pankow. Wir hätten gern wenigstens eine Verlängerung bis zur Margaretenhöhe, die bis heute nicht angeschlossen ist an den ÖPNV. Man muss 2 Kilometer aus der Margaretenhöhe zum ÖPNV laufen. Das ist für die Anwohnenden überhaupt kein schöner Zustand. Und perspektivisch wollen wir über die Sellheimbrücke und Bucherstraße mit der S75 auch angebunden sein. Es würde die S75 erheblich aufwerten, wahrscheinlich die Nutzerzahlen auch höher treiben, weil aktuell konkurrieren wir mit S3, S5 und S7, die alle mehr Nutzer haben. Und deswegen ist unsere Bahn die, die hinten runtergefallen ist und eben keine direkte Stadtbahnanbindung mehr hat. Also so viel als kurzer Überblick aus der Gesamtsituation. Jede Frage ist willkommen, jedes Thema ist willkommen. Im Chat sehe ich noch keins, aber ich will mal... Jenny, dann würde ich gerne eins noch ergänzen. Ja, gerne. Weil du ÖPNV angesprochen hast, was uns jetzt neu im Bezirksamt über die Parteigrenzen hinweg interessiert und beschäftigt, ist tatsächlich der Bahnhof Wartenberg. Und zwar gerade der östliche Teil. Der westliche Teil hat ja eine andere Qualität, finde ich, kann man klar so sagen, Richtung Amberl, Richtung Ribnitzer Straße als der andere Teil. Hier müssen wir aktiver werden. Und das ist gerade ein Bereich, den der Kollege Hönicke ja verantwortet. Hier sind Ideen Richtung Ärztehaus, Ärztezentrum, zumindest den Platz, den Vorplatz schöner zu gestalten. Das ist jetzt nichts, was heute passiert und auch nichts, was dieses Jahr passiert. Aber es wird jetzt angestoßen in diesem Jahr noch, weil wir gemerkt haben, das ist wirklich eine Trostlosigkeit, sage ich mal, und auch ein Angstraum, weil viele sich dann einfach nicht wohlfühlen, wenn ich von der Seite auf den Bahnhof gehe. Also das war jetzt gerade am Dienstag Thema bei uns im Bezirksamt, ist noch ganz frisch, ist noch nicht mal in der BVV, aber das hat uns am Dienstag sehr intensiv beschäftigt, dass wir über diesen Platz nochmal gesprochen haben. Da könnte ich, wenn das dann, das dauert immer ein paar Tage, dann kommt es ins Internet und dann ist es auch ganz öffentlich, dann würde ich das ins Protokoll auch mit reingeben, wenn dir das recht wäre. Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben ja auch regelmäßig den Bürgerbüro-Newsletter, wo wir auch über alle Entwicklungen versuchen zu informieren. Das kann also auch dort Niederschlag finden. Oder da, super gerne. Anmelden, wer da Lust hat. So, jetzt mal offen gefragt. Hat jemand ein Thema, eine Frage, Kritik, etwas, was einen persönlich beschäftigt, was man schon immer mal loswerden wollte? Ich füge mal an, die Planschen sind etwas zu spät in Gang oder kommen erst noch in Gang, Martin Schäfer. Das haben wir schon vorhin kurz miteinander telefoniert. Das wird jetzt, glaube ich, in der nächsten Woche soll das irgendwie realisiert werden teilweise. Ich glaube, du machst sogar eine Plansche selber mit an in 13.057. Aber gerade Neubrandenburger Straße ist ja eine neue entstanden letztes Jahr. Das wäre natürlich toll, wenn es nicht bis in den Hochsommer hinein wartet, bis so eine angemacht wird. Dieser ganze Quartierspark mit dem Wasserspielplatz, wo auch die Skaterbahn nebendran ist, der wird jetzt auch in der kommenden Woche eröffnet. Okay, da gab es ja, glaube ich, Vandalismus-Schäden, die ja auch erst behoben werden müssen. Ne? Das ist leider ein Problem, dass ich sage immer, man muss immer wieder erneuern. Das Problem ist, die Budgets dafür sind nicht immer da. Das vermutet man gar nicht bei dem großen Top-Start. Aber es gibt für alles Budgets, für jede kleine Maßnahme wird abgerechnet. Okay, Sophia, wer Bild anlässt, hat immer auch so eine Art Mitmach. Rolle. Das ist so. Verpflichtung. Aber das weißt du schon. Sophia, was bewegt dich in der Region?
Ja, hier jetzt gar nicht so viel, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz zu der Schule, der Grundschule zurückkommen. Wird es eine eigenständige Schule mit eigenständiger Schulleitung oder läuft die, ist das mit einer Schulleitung von der Grundschule nebenan, der Feldmarkschule? Nein, es wird eine eigenständige Schule. Es gibt auch schon den Schulleiter, das ist der Herr Meier. Der ist jetzt ein Jahr schon in der Konrad-Wolf-Straße mit gewesen, mit den drei Klassen, die dort schon sind. Und diese drei Klassen ziehen jetzt im Sommer dann in ihr neues Gebäude. Er hat auch schon mal so kleinere Exkursionen gemacht, damit die Kinder das Gebäude schon mal kennenlernen. Und dann kommen drei neue erste Klassen dazu, sodass er dann sechs Klassen in dem Gebäude hat, also einen zweiten Jahrgang und einen ersten Jahrgang. Und damit wächst auch das Personal. Also es ist keine Filiale, es ist hat nichts mit der Feldmarkschule zu tun. Natürlich ist in der Wartiner Straße das schon ein Riesenschulcampus irgendwie, auch gerade wenn dann noch auf der anderen Seite die große ISS entsteht. Ich finde das ja für eine Perspektive toll, dass wir da zwei Grundschulen und eine ISS haben. Vielleicht entsteht da in 5, 6, 7 Jahren auch was Gemeinsames. Aber jetzt sind es erstmal drei getrennte Standorte. Okay. Reicht dir das als Antwort? Ja. Ja, okay. Und wir Gut, dann machen, hat ja. ein Herr Fischer, glaube ich, hat eine Frage. Frau oder Herr Fischer? Frau Fischer. Guten Abend. Guten Abend, Frau Fischer. Hallo. Hallo. Ja, ich hätte mehrere. Ja. Jetzt geht es mir zum einen um die Sicherheit am S-Bahnhof Wartenberg. Da möchte ich gern noch mal auf die Kameras kommen, die ich mir, wie gesagt, wünsche. Ja, weil ich halt auch in drei Schichten unterwegs bin, also manchmal auch nachts nach Hause komme. Und der Bahnhof hat ja zwei Ausgänge. Und ja, wie denken Sie denn darüber? Wann tut sich da etwas? Vielen Dank. Sie haben mehrere Fragen, die Sie dann später noch anschließen würden, oder? Also wenn Sie sammeln, okay, dann mache ich weiter. Ich wollte bloß erst mal gucken, wie die Reaktion auf die eine Ja. Sache war. Zum Also die, zweiten, der ja. 256er liegt mir sehr am Herzen, weil ich auf den arbeitstechnisch angewiesen bin. Wie gesagt, halt auch die Schulkinder angewiesen sind auf den. Und wenn der alle 20 Minuten nur fährt und dann mitunter noch am S-Bahnhof von Schönhausen, die 75 nicht fährt, hat man keine Umsteigemöglichkeit und keine Ausweichmöglichkeit. Und ich bin in den letzten Monaten sehr viel gelaufen. Daher. Das wäre mein zweiter Punkt. So, und der dritte ist die 75, ne? Und da würde ich ganz gern mal weitergeben, weil hier sind ja, wir sitzen ja mit mehreren Personen hier. Schöne Grüße und Ja, gerne, gerne geben guten Sie gerne Tag. weiter. Hier ist 100 Mark. Ich hätte noch eine Frage. Warum fährt die 75 nicht mehr bis Westkreuz? Ja, vielen Ich Dank, muss Frau nämlich Brunner. alle Monat nach Potsdam raus, um mein Gerät fürs Ohr kommen zu lassen. Und das ist furchtbar. Ich muss zweimal umsteigen. Ja, Sie sprechen uns aus der Seele, Frau Hundermark, weil wir kritisieren das ja genauso, weil wir die Bedürfnisse der Hunschenhausener ja kennen, nämlich die S75 wenigstens im 20-Minuten-Takt über die Stadtbahn zu fahren, also bis nach Westkreuz. Das Problem ist, es gibt im Land Berlin einen Nahverkehrsplan und der wird nur im Senat beschlossen. Und im Senat wurde beschlossen, unsere S-Bahn nachrangig zu betrachten hinter der S-Bahn aus Erkner, Ahrensfelde und Strausberg, weil die angeblich mehr Nutzer haben. Mittlerweile stimmt es, dass die mehr Nutzer haben, weil man unsere S75 ja, naja, sehr beeinträchtigt hat. Dann hat man es das begründet, dass man zu wenig Züge hat, dass die Gleisausbaue im Zentrum der Stadt nicht ausreichend wären, um diese enge Taktung zu ermöglichen, also die Technik, die Infrastruktur nicht gut genug wäre und dass eben die Züge fehlen neben dem Personal. Und dann haben wir uns vor 6 Jahren aufgemacht zu sagen, das akzeptieren wir nicht. Wir wollen das ändern. Wir haben Unterschriften gesammelt, Postkartenaktionen gemacht, Anträge gestellt, was man als Politiker so machen kann. Und die Antwort war, das Jahr 2029 soll das wieder funktionieren. Und da sieht man eben, das sage ich hier ganz klar in der Runde,
dass es eben doch wichtig ist zu gucken, wem man sein Vertrauen schenkt bei einer Wahl. Und ich möchte Ihnen das Angebot machen, dass ich alles dafür tun werde, dass die S75 wieder fährt. Und wir waren beim Deutsche Bahn Tower. Die Sophia Laps war dabei, andere auch. Wir haben dort mit dem Chef für Berlin-Brandenburg geredet. Wir haben mit dem Staatssekretär darüber geredet, mit der Chefin vom VBB, vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Alle sagen, ja, das ist schon irgendwie wichtig, aber man muss Geduld haben. Wir haben aber alle keine Geduld mehr und wünschen uns, dass die S75 wenigstens zweimal in der Stunde über die S75, ja, über die Stadtbahn geführt wird. Also, Sie haben meine feste Zusage, dass sobald sich die Möglichkeit ergeben sollte, dass wir das politisch durchbekommen, ich alles dafür tun werde, dass das so ist. Und liebe Sophia, wenn du erlaubst, warst du damals mit beim Deutsche Bahn Tower? Vielleicht kannst du es ja nochmal aus deiner Sicht, wo du jetzt seit 3 Jahren das ja auch sehr intensiv verfolgst, ohne dass du politisch aktiv bist, vielleicht kannst du es ja aus deiner Sicht auch nochmal mit ein paar Wörtern bereichern. Erläutern, genau. Ja, gerne, Sophia. Ich war mir jetzt gar nicht sicher. Also wir waren ja bei Herrn, jetzt muss ich überlegen, Kaczmarek oder ähnlich, ich bin so schlecht im Namen. Und ja, es hatte viel nach, wir probieren es und wir hoffen, dass wir es machen können. Und dann kam er wirklich noch nicht mal im Gespräch selbst. Da hat er ja uns auch eine relativ frühe Jahreszahl, glaube ich, gesagt. Und dann kam er später halt wirklich erst das Protokoll oder so, wo dann drin stand, dass das wirklich erst wesentlich später erfolgen soll, was sehr schade war, weil wir hätten es ja vor Ort auch nochmal mit ihm besprechen können. Aber wir hatten uns dann ja auch, man verlässt sich dann ja irgendwie auf die Aussage mit der früheren Jahreszahl. Ja, deswegen hoffen, weiter Druck machen. Genau, weiter Druck. Naja, also und dann darf man ja auch nicht vergessen, die S75, also die Bahn wird ja auch kreativ, ne, was die Ansagen betrifft, ne? Mhm. Also mal sind es Kinder in den Gleisen, mal Zugausfall, mal irgendwie Personen, die ärztlich betreut werden müssen. Man hat ja die normalen Ausfälle auch noch, ja. Also nicht, dass die nur so selten fährt, sondern es kommen ja auch immer die normalen Ausfälle, die man noch mit einplanen muss, ne? Die ja überall auf allen Linien kommen, ne? Ja, das hat was mit der wirklich ausgelaugten Infrastruktur der Bahn zu tun. Wurde viel vernachlässigt. Das war ja mal in den Medien vor 10 Jahren ganz groß, die Geschichte. Das haben die dann ein bisschen in den Griff bekommen. Die haben die alten sogenannten Cola-Dosen wieder ertüchtigt. Die waren schon ausgemustert, damit sie überhaupt das, was im Fahrplan verabredet war, erfüllen können. Die sagen auch von sich selbst, sie hätten eine Pünktlichkeitsquote von, ich glaube, 95-98%. Subjektiv glaubt man das nicht. Dafür ist man zu oft betroffen von S-Bahnen, die nicht da sind oder ausfallen oder unpünktlich sind. Also wir können Ihnen nur hier leider sagen, dass wir noch nicht erfolgreich waren, aber das wollen wir zwingend ändern. Die S75 stellt ein wichtiges Vehikel dar, um Mobilität zu ermöglichen. Und wenn die Politik, sage ich jetzt mal allgemein, wirklich möchte, dass wir auf das Auto perspektivisch verzichten, dann muss man andere Angebote stärken. Und da haben Sie ein anderes Thema angesprochen, den Bustakt zum Beispiel. Auch da... Entschuldigung, aber da hätte ich noch ein Anliegen. Man hat ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist es her, Karin? 5 Jahre mit der Unterschriftensammlung, mit dem Bus? Noch länger, ja, über 5 Jahre. Da haben sich Leute, ganz viele Leute hier mühsam um Unterschriften bemüht. Das war zeitauftreibend, ne? Also wirklich, und dann hat man endlich diese Unterschriften alle zusammen gehabt. Und dann ist entstanden ein Bus nach Falkenberg. Und keiner nach Wartenberg. Und die Bevölkerungsdichte hier in Wartenberg ist in den letzten 5 Jahren wahnsinnig angestiegen. Also wir haben nicht mehr die Zahlen, die wir vor 5 Jahren haben. Lange nicht mehr. Ja. Also das möchte ich, dass man da vielleicht da das auch nochmal als... Vielleicht meinen ja manche, da wohnen ja auch doof Wartenberg. Da wohnen nicht viele. Nein, hier wohnen richtig viele, ne, mittlerweile auf engstem Raum. Ja. Genau. Und Altenberger nützt 60% der Bevölkerung gar nichts. Ja, wir geben mal die Antwort auch an den Martin Schäfer. Der macht ja auch Verkehr in seiner Eigenschaft als Stadtrat, wobei er leider der BVG nicht sagen kann, dass sie ihre Busse verstärken soll. Also er kann es sagen, aber die müssen sie nicht machen. Lieber Martin, wie ist der Stand der Dinge, der Verhandlungen und Gespräche? Ja,
ich freue mich erstmal total. Es scheinen sich ja Menschen hier zum Public Viewing zusammengeschlossen zu haben, Danny, bei dir. Na wenn klar, sie sagen, Frau Fisch, ja, eben. Finde ich super, finde ich total super. Und ich, was ich auch total nachvollziehen kann, weil ich bin ja genauso ein Bürger unseres Bezirks wie Sie, dass uns manche Dinge einfach total frustrieren. Denn da, wo man sich so ehrenamtlich engagiert, wo man Unterschriften sammelt, und wenn das dann nichts wird, denkt man, warum haben wir das denn alles gemacht? Und das ärgert die Menschen, das verstehe ich total. Wir haben, das sage ich mal ganz gerne, wir sind ja eine Stadt mittlerweile von 300.000 Einwohnern, Lichtenberg-Hohenschönhausen. Ja. Aber wir haben leider nicht die Rechte wie andere Städte mit 300.000 Einwohnern. Also Rostock, Kiel, Kassel, Wiesbaden, Augsburg, alles Großstädte in Deutschland. Aber wir sind wir sind nur ein Bezirk. Wir sind eben keine eigene kleine Stadt. Und das macht die Absprachen so schwer. Und ich habe jetzt heute in einer Woche, nächsten Freitag, habe ich eine 3-stündige sogenannte Angebotsklausur mit der BVG, wo wir unsere Lichtenberger Themen alle vor Wochen und Monaten schon und immer wieder zu Papier gebracht haben, angemeldet haben, gesagt haben, Leute, hier ist der Druck so groß. Da ist der 256er dabei, die S75 nicht, weil das nicht BVG ist, sondern S-Bahn. Da sind aus anderen Gegenden Busse dabei, da sind die Straßenlinien M5 dabei. All diese Themen haben wir zu Papier gebracht und diskutieren wir in einer Klausur am kommenden Freitag, wo ich nochmal auch darlegen möchte als Stadtrat, dass die Dinge sich geändert haben. Wir wachsen. Wir sind von 2006 bis heute, in den letzten 14 Jahren, ist unser Bezirk um 50.000 Menschen gewachsen. 50.000, wow. Das ist eine Kleinstadt. Und aber die Busse und die Bahnen sind eher weniger gefahren. Die S3 in Karlshorst fährt weniger, die S75 in Hohenschönhausen fährt weniger. Also ist eigentlich genau das Gegenteil gemacht worden von dem, was man in einer wachsenden Stadt machen müsste. Und das, da will ich jetzt die Gelegenheit nutzen. Ich bin immer ein optimistischer Mensch, ich bin aber auch ein hartnäckiger Mensch. Und das ist leider nichts, was mit dem Fingerschnips gemacht werden kann. Aber wir hoffen sehr, dass wir gute Argumente dafür haben, dass der BVG-Anteil hier wirklich stark wächst und auch die Frequenzen wachsen. Und letzten Endes muss es ein Senat sein, der das dann bestellt. Das nennt man dann so, der Senat sagt dann der BVG, also folgende Busse sollen bitte öfter fahren und folgende S-Bahn-Linien müssen bitte öfter fahren. Und wenn der Senat das nicht sagt, dann passiert da leider nichts. Das ist das Problem. Und Frau Fischer, Sie sprachen noch die Videoüberwachung an. Jetzt falle ich mal so ein bisschen aus meiner Rolle raus. Der Danny Freimerk hat mich als Bezirksstadtrat eingeladen, aber ich bin auch stellvertretender CDU-Vorsitzender hier in Lichtenberg, Hohenschönhausen, so wie du, Danny, ja auch. Und wir beide sind auch aktiv dabei, das Wahlprogramm jetzt in den nächsten Wochen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu vermitteln. Und das ist eins unserer Themen. Wir sind tatsächlich für Videoüberwachung an unseren Bahnhöfen. Das mögen manche spießig oder ätzend finden. Wir finden es richtig, weil es jeder weiß, der sich dem Bahnhof nähert, dass da Kameras stehen. Also es ist ja nicht versteckte Kamera, sondern es ist öffentliche Kamera. Und deshalb kann jeder wissen, Leute, hier sind es besonders beobachtete Räume. Und ich verstehe nicht, was daran schlimm sein soll. Also es geht nicht darum, den Leuten aufs Handy zu schauen, was die für eine WhatsApp jemandem schreiben, sondern es geht wirklich darum, Sicherheit herzustellen. Und genau. Dafür werden wir eintreten. Danny im Norden, ich vor allen Dingen im Süden unseres Bezirks, das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Naja, es ist ja nicht nur wegen der Sicherheit. Ne? Wie oft sind gerade rüber, wenn man S-Bahnhof Wartenberg rauskommt, hat man ja gleich die Bushaltestelle. Und wie oft sind dort die Scheiben eingetreten worden? Und so eine Scheibe, da liegen wir bei 10.000 Euro. Eine, ne? Wenn das überhaupt reicht. Ne? Der ganze Vandalismus, der Diebstahl von Fahrrädern und all diese Dinge, das sind Themen, da sind wir ganz einer Meinung. Ich komme gleich zu Ihnen, Frau Fischer, zum Public Viewing. Dann können wir uns weiter unterhalten. Also ich bin ganz Ihrer Meinung. Also Frau Fischer, das zeigt mir einmal mehr, dass es immer wieder wichtig ist, dass man im Dialog bleibt. Also Sie sind immer ganz herzlich auch mit der Gruppe ins Bürgerbüro eingeladen, auf eine Tasse Kaffee, ein Wasser und
auch den Dialog fortzusetzen. Weil wir haben uns mittlerweile vor 10 Jahren zum Beispiel mit der Deutschen Bahn wirklich auch getroffen und sind alle Bahnhöfe abgelaufen und haben dafür geworben, dass sie videoüberwacht werden. Das war also auch uns ein Bedürfnis. Das wurde aber nicht umgesetzt. Teilweise werden ja die Kameras nur zur Zugabfertigung genutzt. Auf der anderen Seite gibt es am Südkreuz, Ostkreuz, überall mittlerweile Videoüberwachung. Aber das muss bezahlt werden. Und da weigert sich die Deutsche Bahn teilweise immer noch, diese Kosten zu tragen. Und wir als Land Berlin, wo ich sage, lasst uns das machen, da sagt das Land Berlin, nein, das ist Sache der Bahn. Also da schiebt sich die eine Hand die andere zu. Aber am Ende geht es darum, dass man sicher, zuverlässig und sauber den ÖPNV nutzen kann. Man zahlt dafür Geld und hat zu Recht den Anspruch, das auch gut machen zu können. Und der Bahnhof Wartenberg ist kein Raum, in dem man sich gerne nachts bewegt. Ich kenne viele Menschen, die meiden den Bahnhof Wartenberg, insbesondere in den Abendstunden. Und das würden wir gerne ändern. Wir haben mit der Apotheke, mit Frau Lelek einen engen Kontakt. Auch der Bahnhofsvorplatz sieht ja nicht schön aus. Immerhin soll jetzt die ehemalige Post, die soll jetzt von einem privaten Investor genutzt werden als Büroräume. Da gibt es also konkrete Wünsche und Planungen. Das finden wir erstmal gut. Wir brauchen ja auch mehr Ärzte in der Region. Die ehemalige Sparkasse, die auch etwas verwildert, soll eine Kita werden. Da, wo hinten dann Schlecker etc. drin waren, ist die Überlegung, eine Großküche reinzumachen, die dann auch den Kindergarten bedient. Also es passiert auch ein bisschen was. Aber es braucht so unfassbar lange in der Region. Und wir müssen einfach dafür werben und kämpfen, dass wir nicht vernachlässigt werden. Das tun wir aber mit diesem Bürgerdialog gerade. Und deswegen danke, dass Sie uns auch ehrlich Ihre Meinung sagen. Ganz kurz mal, Sie wollen hier an der Egon-Erwin-Krischel-Kita bauen? Nein, die Sparkasse. Ach so, die Sparkasse. Die Sparkasse soll umgebaut werden zur Kita. Aber das machen nicht wir, weil es klingt immer so, als wenn ich das mache. Das sind private Träger. Das sind private Träger, die holen sich eine Genehmigung dafür. Die kriegen Fördergelder, staatliche Mittel. Ein Kita-Platz kostet in Berlin 1.000 Euro, nur dass man mal eine Vorstellung hat. Und das wird dann finanziert und dann entsteht dort eine Kita, die eine kleine Freifläche hat und dieses Gebäude endlich bespielt, weil es sieht nach Verwahrlosung aus. Das wollen wir nicht. Ach du meine Güte, direkt an der Straße, das wird ja großartig. Ja, die haben aber nach hinten eine kleine Grünfläche. Ich kenne das Gebiet ganz gut. Die haben Lärmschutzgutachten gemacht und so weiter. Das ist alles sehr geprüft und die Kita-Betreiber sind Profis. Also es werden Eltern und Kinder sehr froh sein, in dieser Kita am Ende drin zu sein. Das wird gut funktionieren. Ich hätte so eine Sache würde ich bloß immer ganz gut finden, wenn man denn mal auch die Anwohner fragt, ne? Wie die so darüber denken und nicht immer so Entscheidungen aus der Entfernung trifft. So, aber das ist so ein Wunschdenken. Also vergessen Sie es, ne? Nee. Ich finde, das ist ein legitimiertes Denken, dass man mehr beteiligt wird. Das finde ich ja auch großartig. Deswegen haben wir ja diesen Beirat gegründet, weil wir sagen, wir wollen ja den engeren Austausch. Und deswegen habe ich ja dieses Bürgerbüro eröffnet, weil wir gesagt haben, wir wollen den direkten Kontakt. Sie können jeden Tag reinkommen und Ihre Meinung sagen. Sie können aber auch jeden Tag sich erkundigen. Und wenn wir Sie kennen, dann wissen wir ja auch, was Ihr Bedürfnis ist. Ne? Wissen Sie, dass wir uns um den Fußgängerüberweg Egon-Erwin-Kisch-Straße gekümmert haben? Oder um die Haltestellen, weil vorher stand man im Regen. Wir sind an so vielen Projekten beteiligt. Jetzt kommt eine öffentliche Toilette neben das Bürgeramt. Eigentlich wollten wir die am Bahnhof Hunschenhausen haben. Es gibt jetzt Trinkbrunnen in der Region. Die Sitzgelegenheiten wurden erneuert im Barnitzer Park. Also wir versuchen, da wo die Leute uns mitteilen, welche Bedürfnisse sie haben, können wir darauf reagieren und versuchen, das auch umzusetzen. Dann versuchen Sie mal die Post am Preroer Platz nicht wegzunehmen, weil die brauchen wir ganz dringend weiterhin. Ne? Weil die Postfilialen sollen ja auch wegkommen nach und nach, ne? Haben wir ja bei der Sparkasse auch gesehen. Das ist natürlich Privatwirtschaft, ne? Aber wir haben der Post auch gesagt, sie hat einen öffentlichen Auftrag und das Linn-Center ist Epizentrum. Also was im Linn-Center ist, muss bleiben. Das gilt ja auch für die Sparkasse. Das wollen die aber auch. Die machen gute Umsätze im Linn-Center. Das gilt auch für die meisten Kleinstunternehmen. Übrigens, der Aldi wird sich jetzt deutlich vergrößern. Der wird unten in den Kaufhof mit reingehen. Dann ist die Frage, ob Rewe größer wird. In spätestens einem halben, dreiviertel Jahr wird das Linn-Center auch wieder komplett vermietet sein. Also es passieren auch positive Dinge in der Region. Und ja, die Post muss zwingend bleiben, also unzweifelhaft. Die Sparkasse hat in Warnitzer Bogen geschlossen. Wir haben wenigstens sichergestellt, dass es immer montags in der Grevesmühlener Straße eine Beratung gibt für die Sparkassenkunden, die trotzdem auch noch einen persönlichen Bankberater brauchen. Ja, da kann man in Kieztreff gehen, gegenüber vom Edeka. Ja. Okay, es gibt weitere Fragen im Chat. Da hatte ich gesehen, der Jens ist mit dabei und sagt,
hätte mal eine Frage, wie kommt man darauf, dass sich die Bahn alles ausdenkt? Ich habe das nicht behauptet oder wollte das nicht behaupten. Lieber Jens, magst du kurz ausführen, wenn du magst, und uns teilhaben lassen an deiner Kritik? Er hat auf jeden Fall nochmal in den Chat geschrieben, dass viele Menschen offensichtlich ihre Couchmöbel auf die Zugleisen stellen. Das ist natürlich absolut inakzeptabel. Also lieber Jens, nur dass nochmal klar ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn machen einen grandiosen Job. Und jeder Zugführer, jeder Triebwagenführer ist natürlich angewiesen auf das, was an Material da ist und an Bedingungen da ist. Wir wollen ja die Rahmenbedingungen verbessern. Und das ist meist eine politische Entscheidung. Die Deutsche Bahn wird ja vom Land Berlin bestellt und bearbeitet oder fährt dann die Strecken, die auch bezahlt werden. Die Deutsche Bahn überlegt sich nicht selbstständig, die S75 mehr oder weniger zu fahren. Das muss vom Land Berlin bestellt werden. Das tun wir. Wir würden es gerne tun. Der aktuelle Senat tut es nicht und das werden wir gerne ändern, wenn wir dafür die Verantwortung tragen. Okay. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe jetzt hier eine Anja Kerfs. Da geht es nochmal um die Frage der Flüchtlingsunterkünfte. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja alleine in unserer Region 4 Flüchtlingsunterkünfte. Es entstehen noch weitere, zum Beispiel in Karlshorst, aber nicht in Hohenschönhausen. Bisher ist keine lahmgelegt worden. Die einzige, die jetzt konkret abgeschafft werden soll, ist die im Hausvaterweg, weil die aus so einem Modularbau besteht, also aus so, ja, eigentlich vorgefertigten Containern. Die festen Bauten haben alle Optionsrechte gehabt. Das heißt, wenn Ihnen Frau Montero gesagt hat, ja, die bleibt ja erstmal nur 3 Jahre, hat sie Ihnen vielleicht vorenthalten, dass es nochmal 3 Jahre oder 5 Jahre sein können. Wir finden es aber sehr gerne für Sie heraus. Wir werden also eine Frage an den Senat richten und uns mal auflisten lassen, bis wann die Genehmigungen laufen mit den Möglichkeiten zu verlängern in allen Flüchtlingsunterkünften in Hohenschönhausen und Lichtenberg, weil perspektivisch lehne ich ja das Konzept ab, was man da gewählt hat. Ich finde, Wohnraum für alle zu schaffen, deutlich besser, als wenn man Unterkünfte für Geflüchtete macht mit einem Zaun drum und meist die Bürgerinnen und Bürger vor unvollendete Tatsachen gestellt hat. Das war ja damals ein sehr großer Kritikpunkt. Frau Kerfs, Sie haben sich angestellt. Das ist immer verdächtig. Wahrscheinlich möchten Sie mitdiskutieren. Das würde ich gut finden. Und da ist auch noch Herr Kerfs, vermute ich zumindest mal. Ja, Ihr Freund auf jeden Fall. Wir machen ja auch Public Viewing. Sind noch mehr Leute hier, die mit zugucken, ja. Toll, herzlich willkommen. Wenn wir einmal zu Wort kommen können, dürfte ich da mal was fragen. Immer. Und zwar, weil wir bei der Verkehrspolitik waren. Wir wohnen hier am Hagenauer Ring. Nach hinten raus geht es fahrradmäßig wunderbar, also da ist es ideal. Ja. Aber nach vorne raus, egal ob es die Ecke und Erwin Kisch, die Ernst Barlach oder wenn man rüber nach Malchow fahren will, gibt es da irgendwelche Aussichten, dass da mal Fahrradwege angeschafft werden? Man fährt so halbwegs auf dem Fußweg, aber dann kommt ein Fahrrad von vorn oder Fußgänger von vorn. Es ist immer so eine knifflige Angelegenheit. Auf der Straße möchte man auch nicht fahren, weil das so ein bisschen für Fremde oder für andere aussieht wie außerorts. Die kommen dann eben mit 70, 80 angefahren mit ihren Autos und ist alles gefährlich. Gibt es da irgendwelche Perspektiven oder irgendwelche Absichten, da Radwege zu bauen? Ich meine, die Egon Erwin Kisch ist ja auch ein bisschen breiter, da wäre eigentlich Platz und auch der Fußweg ist ziemlich breit, denke ich mal. Absolut richtig. Der Martin Schäfer wird direkt antworten. Ich hatte mal vorgeschlagen, dass man den Fußweg auf der rechten Seite, der fast nicht benutzt wird, also da kann man ja die Fußgänger am Tag zählen, dass man da sagt, die beidseitige Nutzung ist erlaubt, dass man wirklich sagt, Radfahrende und Bürgerinnen und Bürger können da gemeinsam das nutzen mit Rücksichtnahme. Das ging aber aus rechtlichen Gründen damals nicht. Das ist manchmal sehr komplex. Lieber Martin, ich unterstütze das Anliegen, dass wir unsere Radfahrinfrastruktur deutlich verbessern. Keine der Strecken ist wirklich sicher befahrbar. Spaß macht sowieso nicht. Wie bewertest du das? Ja, also hier gilt es auch tatsächlich, dass wir in jedem Jahr nur ein paar Radwege schaffen in unserem Bezirk. Das ist, alles andere wäre jetzt nicht korrekt, wenn ich das sagen würde. Und wir haben jetzt für Hohenschönhausen werden wir in der Zingsterstraße insbesondere etwas machen und Falkenberger Chaussee am S-Bahnhof Hohenschönhausen. Das sind so zwei große Bereiche, die jetzt nicht die Strecke ansprechen, die Sie meinten, aber in der Nähe zumindest. Und wir haben an anderen Stellen tatsächlich rechtliche Schwierigkeiten. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das erzähle, aber
es ist wirklich wahr, was ich sage. Das heißt, wenn wir Radwege anlegen, müssen wir die nach den neuesten Verordnungen machen. Und dann braucht ein Radweg eine gewisse Breite. Und wenn ich die Breite dort nicht habe, gibt es manche Bezirke, die sagen, okay, dann gehen wir eben auf die Straße und nehmen eine Fahrspur für die Autos weg, denn dann habe ich die Breite. Und da habe ich ein bisschen Skrupel, weil ich nicht das eine gegen das andere austauschen möchte. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen kompromissfähiger sind und auf Gehwegen, die gut sind, die breit sind, vielleicht nicht auf den Zentimeter breit genug, aber dass man da eventuell einen getrennten Weg auch machen könnte, wo man sagt, rechts sind die Fußgänger, links sind die Fahrradfahrer. Das wird mir nicht erlaubt, wenn ich das anmelde bei der Senatsverwaltung. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Flexibilität und Kompromissbereitschaft. Denn entweder ich gehe weiter in die Grünanlage, dann muss ich aber Bäume wegnehmen, weil ich kann ja nicht einen Slalom-Radweg fahren, machen der immer an den Bäumen vorbei, oder ich gehe auf die Straße. Und beides halte ich für keine guten Lösungen, weil dann fallen Parkplätze weg. Und ich bin ja viel in unserem Bezirk unterwegs und wir haben gerade in manchen Siedlungen so einen Parkplatzdruck. Also wenn man da abends von der Spätschicht oder von der Feier nach Hause kommt, fährt man ja manchmal 10, 15 Minuten, um überhaupt einen Parkplatz zu finden. Und wenn ich jetzt noch Parkplätze für Radwege wegnehme, habe ich gerade Skrupel. Ist nicht so das, was ich als allererstes denke. Also mir wäre wichtig, dass Sie vielleicht die Straßen nochmal in den Chat reinschreiben, die Sie ganz konkret meinen. Und dann nehme ich das nochmal in unser Amt mit und frage nochmal ab, was da die nächsten Jahre geplant ist. Weil ich habe jetzt nicht alle 5, 6, 7 Jahre im Kopf. Ich weiß, was wir dieses und nächstes Jahr machen. Dürfte ich Sie da bitten, das einmal noch reinzuschreiben, welche Straßen Sie ganz konkret meinen? Ja. Das würde mir helfen und dann geben wir eine Antwort über das Protokoll. Ja, alles klar. Machen wir. Gut. Also die Straßen kenne ich natürlich alle sehr gut und ich habe es auch schon vor Augen, also sei es die Egon-Erwin-Kisch-Straße, hinten der Weg nach Malchow und so weiter. Das sind alles wirklich schwierige Strecken und wir sollten mal überlegen, lieber Martin, ob wir dazu mal einen Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung machen, einfach um deutlich zu machen, dass es hier Bedürfnisse vor Ort gibt, die Infrastruktur generell zu verbessern, weil wir müssen uns ja auch überlegen, ob wir die Budgets, die wir haben, wie wir die verteilen. Und ich finde den Radwegeausbau einfach super wichtig und das sind einfache Möglichkeiten auf den Strecken teilweise, das zu bewerkstelligen. Also da will ich wirklich Familie Kerfs unterstützen. Das sehe ich auch schon länger als Problem. Und das ist kein schönes Gefühl, auf diesen Strecken auf der Straße Fahrrad zu fahren. Ja. Weil viele halten sich auch nicht an die 1,5-2 Meter Abstand. Da fahren die an 10, 20 Zentimeter an einem vorbei. Ja? So, jetzt haben wir das ein bisschen länger beantwortet, Familie Kerfs. Sie sind ja im Public Viewing unterwegs. Sie haben bestimmt noch andere Themen oder Fragen oder Ergänzungen zu diesem Thema. Ich wollte jetzt nur noch hinzufügen, na, vor allem mit dem Hintergrund, dass halt S-Bahn und Busverbindung, die wir ja eben gerade angesprochen haben, äußerst übelst sind und oder sehr, sehr schlecht ausgebaut sind, fahren ja doch ziemlich viele. Und ich denke, im Zuge der E-Bikes und so weiter wird es noch mehr Fahrradfahrer geben und die Jugend schießt da auch hinterher. Und damit man eben flexibel ist, holt man sich eben ein Fahrrad, bleibt flexibel, muss nicht in die S-Bahn, also ist darauf nicht angewiesen, auf den Bus zu warten, 30 Minuten oder noch länger oder vielleicht auch kürzer. Aber und dann gibt es eben keine Radwege. Und mir selbst ist es auch schon passiert, dass ich eben aufgrund dessen, weil eben LKWs an mir vorbeirauschen, da mit 70 oder auch Autos, ja, fahre ich eben auf den Bürgersteig und prompt kommt natürlich Polizei und ich darf natürlich zahlen. Ja, nur aufgrund dessen, weil ich Angst habe, ne? Also, und das ist halt, ich denke mal, ich bin ja nicht die Einzige, die da mit dem Fahrrad langfährt. Ich sehe ja auch viele, ne? Also sie haben... Und auch Jüngere, ja? Das ist immer schwierig zu sagen, wenn man sagt, man unterstützt sie zu 100%, weil die beste Unterstützung wäre einfach, ab morgen sind da ordentliche Radwege. Das wäre die ordentlichste und beste Unterstützung. Aber ich kann Ihnen sicher sagen, ich teile Ihr Bedürfnis zu 100%. Sie sind auch nicht die Ersten, die das sagen. Das bestärkt uns, das auch noch mehr zu forcieren, weil es wirklich immer mehr gibt, die das auch nennen als Thema. Also volle Unterstützung. Lassen Sie uns zu diesem Thema gerne in Kontakt bleiben und ich sage Ihnen sicher zu, dass wir da mal versuchen, ein bisschen Schnelligkeit reinzubringen. Weil wenn der Herr Schäfer sagt, so 1, 2 Jahre ist es nicht auch in der Planung,
dann ist es vielleicht auch in 3 Jahren nicht in der Planung. Da müssen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren. Ich muss mal ganz kurz, bei dem Thema wird mir ganz heiß. Ich muss mal kurz mein Stromkabel holen, aber das muss ich wirklich. Ich habe nur noch 9% Akku, ich bin gleich wieder da. Mach das mal. Familie Kerfs, haben Sie noch weitere Ergänzungen oder Themen, die Ihnen ein Bedürfnis sind? Wir hören jetzt erstmal zu mit den ganzen Punkten, die auf der Agenda stehen, und dann schalten wir uns immer mal wieder ein. Sehr gut. Aber Sie können auch wirklich, also wir arbeiten jetzt nicht immer automatisch alles ab, sondern gehen so ein bisschen wirklich in den Dialog. Zu jedem Thema könnten wir wahrscheinlich eine halbe Stunde plaudern. Ja. Aber zu allen Themen haben wir auch ein bisschen unsere Finger drin. Also wir überlassen das auch nicht dem Zufall, sondern wir versuchen die Dinge auch zu beflügeln und zu befördern, ja? Okay. Ja, dann hätte ich, wenn ich darf. Ja, gerne. Und zwar Müllproblem. Gerade hier hinten Hagenower Ring, japanischer Kirschgarten. Da stehen Müllbehälter, sind auch Papierkörbe vorhanden, aber an den Wochenenden und gerade jetzt zur Corona-Zeit waren die brechend voll, beziehungsweise standen dann 10 oder 5 Müllsäcke daneben. Bestünde da nicht die Möglichkeit, dass man gleich sagt, man stellt einen größeren Müllbehälter hin, anstatt die Zeit dann jetzt gerade am japanischen Kirschgarten dahin, das sind diese kleinen Müllbehälter. Alles wenn klar. Jugendlichen hin von der Feuerstelle kommen und so weiter, da ist man schon froh, dass die ihren Müll einsammeln und die Müllbehälter mitbringen. Und dann stellen die das halt da vorne neben diese kleinen Papierkörbe. Und dann kommen die Krähen und holen alles und verteilen alles. Und dann ist das ja auch Mühe und Zeit, das alles wieder einzusammeln, aufzusammeln. Kann man da nicht gleich einen größeren Müllbehälter hinstellen und sagen, Mensch, da lernen wir dann den lieber? Ja, vielen Dank für die Frage. Martin Schäfer hat auch diese wunderbare Zuständigkeit, nämlich das Umweltamt. Müllbehälter, größere Müllbehälter, einen öfterer Takt, also wirklich nicht nur einmal oder zweimal die Woche, sondern öfter, gerade im Sommer. Wie ist da die Situation, Martin Schäfer? Gibt es größere Behälter im Angebot? Um welchen Standort ging es? Das habe ich nicht gehört. Japanischer Kirschgarten hinten im Baden. Ach so, ja. Ja, es ist eins der Themen. Wir hätten gerne von manchen mehr. Das ist tatsächlich so. Wir sind, das sind da die grünen Mülleimer. Ne? Da ist nämlich das der Bezirk für zuständig. Also die grünen oder manchmal dunkelblauen sind Bezirkssache. Die orangenen ist die BSR, die das dann selber macht. Und wenn das jetzt unsere sind, da können wir tatsächlich 1, 2 dazu packen, aber unsere Erfahrung ist, dass das oft nichts bringt. Wir haben jetzt in der Mitte am Rathaus einen ganz großen Container hingestellt und testen mal gerade für ein paar Wochen, ob der angenommen wird. Denn bisher, da wo wir das gemacht haben, legen die Leute lieber ihren Müll dann an einen Mülleimer, der zwar schon voll ist, und nehmen ihn eben nicht noch 30, 40, 80 Meter mit zu einem nächsten. Das ist leider unsere Erfahrung. Und deshalb ist also ein großer Müllbehälter nicht immer die Lösung, leider. Aber wenn Sie sagen, da sind wirklich extrem wenige Grüne, dann können wir da noch mal gucken, dass wir da 2, 3 aufstellen. Da befinden sich ja hinten, weiter hinten am japanischen Kirchgarten, ist ja ein Grillplatz, der auch bei Google Maps ausgeschildert ist. Der ganz weit hinten, ne? Ja, der ganz weit hinten. Und da liegt ja auch dann immer, da ist genau das gleiche Problem. Ich meine, die Leute packen doch zu 80%, wir gehen da immer joggen und laufen. Und man sieht auch, dass die Leute bemüht sind, da eben den Müll in den kleinen Mülleimer zu packen. Jedoch reicht er eben nicht aus und die Krähen kommen eben. Und warum steht da eben nicht eine größere Tonne, die auch geschlossen wird? Muss ja gar keine eine Tonne sein, sondern eben reicht ja einfach nur eine größere Müllbehälter mit einem Deckel obendrauf, wo eben alles rein kann. Also die Jugendlichen oder die da im Grill sind ja vorwiegend Jugendliche oder junge Erwachsene, die wollen wegpacken, machen sie auch, und aber auch nur notdürftig, weil sie eben keine Möglichkeiten haben. Ja. Sie denken vielleicht auch nicht daran, dass sie eine Mülltüte mitnehmen müssen. Ja. Also was wir bei neuen Mülleimern machen, die sind immer mit so einem Krähenschutz. Die sind zwar noch offen, also es ist jetzt nicht wie ein Briefkasten, so eine Klappe, aber die kriegen das da nicht mehr rausgezogen, weil innen drin so eine Kante ist. Also alle neuen, die aufgestellt werden, haben schon diesen Vogelschutz mit dabei, aber die alten werden eben nach und nach erst ausgetauscht. Aber ich finde es einen wichtigen Punkt. Wir leeren 3-mal pro Woche
montags, mittwochs und freitags. Und das Problem ist dann, weil Freitagvormittag gelehrt wird, gerade in solchen tollen Tagen wie heute, dass der ganze Freitag, der ganze Samstag und Sonntag eigentlich 3 Tage nicht gelehrt wird, weil wir eben Freitag früh lehren. So, und dann ist der ganze Freitag, liegt ja dann noch vor uns. Und das ist echt ein Problem, denn dann kommen die erst wieder Montag früh und dann sieht es aus wie Sau, auf gut Deutsch. Und die BSR, das heißt die Bereiche, wo wir die BSR ins Boot holen konnten, die lehren zum Teil 7-mal die Woche. Und deshalb müssen wir also die Kooperation mit der BSR ausbauen, weil die einfach mehr Kapazitäten haben als wir. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Leute schaffen das nur 3-mal. Ja, ich will es kurz ergänzen, weil ich ja die Ehre habe, im Berliner Abgeordnetenhaus die Interessen Hohenschönhausen zu vertreten. Ich musste erst mal lernen, dass die Budgets für die Bezirke überhaupt nicht ausreichend sind, um diese wichtige Aufgabe wahrzunehmen. Wir haben aber mit der BSR wirklich einen sehr, sehr guten Partner im Land Berlin. Und es gibt ein Pilotprojekt, wobei man es eigentlich nicht mehr so nennen kann, weil es schon seit 2015 praktiziert wird, dass die BSR auch die lokalen Parks, die bisher im, ich sag mal, Eigentum auch bleiben, der Bezirke, dass die da sauber machen. Das bedeutet aber, dass wir in Zukunft einen 3-stelligen Millionenbetrag mehr ausgeben für die Sauberkeit Berlins. Ich bin dazu bereit, weil ich sage, wir sind eine der dreckigsten Städte Europas. Ich habe ganz viele Leute, die hierher kommen und immer sagen, wie sieht es hier aus? Verstehen es gar nicht. Und wir müssen da einen Paradigmenwechsel hinbekommen. Und die BSR hat jetzt einen Park übernommen, Obersee-Orankesee. Wir haben jetzt die dreifache Anzahl von Müllbehältnissen. Es gibt ein paar, die ärgern sich über das Orange und dem schönen Grün. Ja, kann man drüber streiten. Vielleicht kriegen wir auch grüne Behälter von der BSR organisiert. Aber wir wollen das Projekt ausweiten. Und wir haben dazu auch einen Antrag gemacht, den packen wir Ihnen mal in den Chat rein. Da gibt es 10 Punkte gegen die Verwahrlosung. Eine Idee ist, dass zum Beispiel die Sperrmüllhöfe länger offen haben. Wenn Sie am Samstag umziehen, müssen Sie bis 13:30, 14:30 fertig sein, weil Sie danach nicht mehr zum Sperrmüllhof kommen. Und wir wollen pro Haushalt, wollen wir einmal im Jahr die kostenfreie Sperrmüllabfuhr. Wir wollen sicherstellen, dass jeder einen Anspruch darauf hat, dass das funktioniert, weil es gibt Menschen, warum auch immer, die ihre Couch in die Margaretenhöhe stellen oder ihren Kühlschrank in die Grünanlage. Herr Zipp hat es beschrieben bei der S75. Da sind ja nicht nur Paletten im Gleis, sondern ja auch Menschen sogar. Also wir haben überall mit Leuten zu tun, die sich nicht an die Regeln halten wollen. Und wir haben deswegen sogar Waste Watchers organisiert. Das heißt Ordnungsamtmitarbeiter, die sich auf die Lauer legen, damit sie diesen Leuten dingfest machen, die sich so verhalten. Wer weiß schon, dass mittlerweile sogar eine Zigarette wegschmeißen in Berlin 120 Euro kostet. Also 120 Euro, aber es vollzieht gar kein Polizist und auch kein Mitarbeiter beim Ordnungsamt, weil sich gar keiner mit so einem kleinen Zeug beschäftigen will. Aber wenn man einmal am Bahnhof Hohenschönhausen 10 Minuten stehen würde, würde man wahrscheinlich 2500 Euro kassieren können. Also ja. Da sieht man, da gibt es zwischen der Planung und dem Praktischen noch große Unterschiede. Aber wir müssen als Stadt auch sagen, wir wollen eine saubere Stadt, aber dann müssen wir dafür auch bezahlen. Und das wird aktuell noch nicht so gemacht. Deswegen ist der Herr Schäfer in einer blöden Situation, weil seine Mitarbeiter eigentlich die Grünpflege machen sollen und nicht den Müll aufheben. Aber sie müssen den Müll aufheben, weil sie schlichtweg sonst überall vermüllen würden. Ist es für Sie nachvollziehbar, Familie Kerbs? Ja. 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 Und trotzdem prüfen wir mal, ob wir mehr Müllbehälter hinbekommen. Und gerade im Sommer wird ja da einigermaßen gegrillt, hinterm Fußballplatz, da auch die Ecke und so weiter. Lieber Martin, da gab es schon öfter Beschwerden, weil die auch teilweise sehr lange, sehr laut sind, dass das vielleicht auch bei der Sensibilisierung des Ordnungsamtes und der Polizei nochmal angesprochen wird. Ja, das ist da hinten einfach ein sehr beliebtes Ausflugsziel, aber es zieht eben auch Leute an, die da ja Unfug machen oder Dreck. Ich merke halt auch durch Ihre Beiträge, die ich total super und wichtig finde, der Staat muss vor allen Dingen seine Kernaufgaben übernehmen. Und das ist eben auch für Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit sorgen. Für Radwege, für Gehwege, für rollstuhlgeeignete Wege. Und ich befürchte, und du bist ja Landespolitiker, Danny, wir werden nicht mehr so viel Geld durch Corona die nächsten Jahre haben, wie vielleicht in der Vergangenheit. Und umso wichtiger ist, dass wir uns wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich kann nur sagen, wir brauchen wirklich in den Bezirken mehr Geld für diese Aufgaben, sonst schaffen wir das nicht. Dürfen wir noch mal zum Thema Sicherheit kommen? Immer. Das ist Ihr Bürgerdialog. Sie entscheiden, worüber wir reden.
Genau, eine Sache liegt mir vielleicht auch ein paar anderen Leuten noch am Herzen, weil ich ja wirklich die halbe Nacht hin und her fahren muss. Sie sagten ja, die S75 unterliegt der Deutschen Bahn, ne? Die Deutsche Bahn hat aber auch Personal, so unter anderem jetzt DB Sicherheit, ne? Die in Gelb leuchtend hier präsent sind, richtig? Mhm. Mhm. Genau. Ich hatte mal tatsächlich um 8 Uhr mit einem der Herrschaften gesprochen und gefragt, warum die nicht morgens um 4 auch da sind, da wo eigentlich die Brennpunkte sind. Denn wie oft habe ich morgens da Betrunkene in der Bahn, die rumrandalieren und dann ist man da mitunter mit 3 Fahrgästen nur in der Bahn drinne auf dem Weg nach Ostkreuz und das ist unangenehm, wenn man keine Sicherheit hat, ne? Da hat man mir gesagt, ja, rufen Sie mal bei uns an, das habe ich getan, aber es hat sich seitdem nicht wirklich was verändert. Also die DB Sicherheit läuft zwischen 8 und 13 Uhr ein quasi vor die Füße rum, wo man sie nicht braucht. Und da, wo man sie braucht, die Brennpunkte morgens um 4, wo man wirklich Angst hat, wenn man alleine ist in der Bahn, ist keiner da. Danke, dass Sie das mit uns teilen. Das macht mich betroffen, dass man nachts Angst haben muss. Und Sie fahren zu Ihrer Arbeit und wollen da sicher ankommen und wieder zurück und wollen natürlich den ÖPNV nutzen. Mein Angebot an Sie, ich werde mit der Deutschen Bahn das offen besprechen und versuchen, mit denen zu vereinbaren, dass die wirklich auch einen festen Takt bei uns einplanen. Weil ich bin ein großer Fan davon gewesen, dass auf jedem Bahnhof auch ein Mitarbeiter steht, einfach als Ansprechpartner, egal für was, auch für das subjektive Sicherheitsgefühl. Das hat man ja abgeschafft. Man hat dafür aber keine Kameras hingebracht, was ich nicht verstehe, was ich bis heute fordere. Also entweder Personal und Kameras oder mindestens Kameras. Aber Sie haben vollkommen recht, es gibt diese DB-Sicherheitsmitarbeiter, die sieht man aber zu selten in den Stunden, wo man sie gerne sehen würde. Also volle Unterstützung. Und lassen Sie uns da bitte in Kontakt bleiben. Ich gebe Ihnen gerne auch meine Handynummer, dass wir da die Möglichkeit haben, uns auf kurzem Wege zu verständigen. Also ich, volle Unterstützung. Ich kann da gar nichts Gegenteiliges sagen. Weiß nicht, Martin Schäfer, du als Chef vom Ordnungsamt, das Ordnungsamt arbeitet ja um diese Zeit nicht wirklich, ne? Die arbeiten bis 22 Uhr. Aber und dann eben, ab 6 wieder oder ab 8? Ja, ab 6 wieder. Und wir haben eben auch für so eine Stadt, wie wir es sind, 300.000 Leute, 30 Ordnungsamtsleute auf der Straße. Da können Sie schon mal sagen, wenn 3 krank sind und 3 im Urlaub, sind es noch 24. Und die teilen sich das dann auf 3 Schichten auf oder auf 2, je nachdem. Also ich sage immer, man muss tierisch Pech haben, wenn man ein Knöllchen bekommt. So wenig sind unterwegs und die schaffen das. Das ist so, wir müssten hier doppelt so viele haben. Und wir sagen eigentlich auch, dass die natürlich sich selber finanzieren, indem sie Knöllchen verteilen. Aber so einen Staat will man ja auch nicht. Also nur Leute, die ständig Leuten sagen, ihr macht was falsch und wir kriegen Geld dafür, ist natürlich auch nicht eine schöne Aufgabe. Ne? Das sagt ja niemand, aber die müssten halt zu anderen Zeiten präsent sein. Es geht ja um die Zeiten, die machen eine gute Arbeit, ja. Darum geht es gar nicht. Das ist gar nicht das Thema. Es geht einfach, dass man sich mal um andere Zeiten unterhalten muss. Ja, das haben wir mit ganz, ganz, ganz viel Anstrengung in der Pandemie geschafft, den Betriebsrat davon zu überzeugen. Ansonsten scheitert es tatsächlich an unseren gewerkschaftlichen Verbänden, die sagen, das ist keine menschenwürdige Arbeitszeit. Und das ist echt ein Problem. Und mal was davon abgesehen, ich hatte mich auch mal vor ein paar Jahren beim Ordnungsamt beworben und ich hatte ganz gute Voraussetzungen, wurde dann aber trotzdem abgelehnt. Ne? Also wenn Sie sagen, Sie haben Personalmangel, warum geben Sie dann, sollten die sich bewerben, keine Chance? Das kann da war jetzt, der Herr Schäfer noch nicht da. Ich kann jetzt nicht beurteilen, warum das damals gewesen ist. Aber ich sage Ihnen, so motiviert, wie Sie klingen, nochmal probieren. Vielleicht bewerben Sie sich einfach nochmal und beziehen sich auf unser Gespräch und sagen, der Herr Schäfer hat Ihnen schon so zwinkernd halb zugesagt. Super, vielen Dank, werde ich machen. Und ganz im Ernst, Ihr Anliegen kann ich total verstehen. Und wir werden das auch auf jeden Fall vortragen bei der Deutschen Bahn in der Hoffnung, dass das mal was auslöst.
Wir sind übrigens bei der Polizei. Wir haben mittlerweile Kontaktbereichsbeamte, zum Beispiel auch in Wartenberg im Einsatz. Das wollen wir in ganz Hohenschönhausen-Lichtenberg. Die sind natürlich auch nicht nachts unterwegs. Aber am Tage ein bekanntes Gesicht, was auch ansprechbar ist, wo man auch mal eine Frage einfach stellen kann. Das wollen wir wieder haben. Der Abschnitt soll ja saniert werden, spätestens 2023. Und der Abschnitt hat mittlerweile fast 200 Polizeibeamtinnen und Beamte. Das waren vor 5 Jahren noch 160. Also wir haben auch wieder mehr Polizei vor Ort. Das ist aber auch richtig, weil wir ja auch gewachsen sind und wahrscheinlich auch noch weiter wachsen, wer nach Falkenberg zum Beispiel schaut. Also ich will nur sagen, das Thema Sicherheit, Videoüberwachung, personeller Aufwuchs, das ist uns wirklich wichtig und da haben Sie uns an Ihrer Seite. Die Polizei sehe ich sehr oft in Autos vorbeifahren. Ja. Ich würde es begrüßen, wenn man die auch mal zu Fuß trifft. Und Fahrrad. Fahrrad hat jetzt... Also das ist ja auch sportlich betrachtet für die ganz gut, ne? Ja. Also es gibt, man muss sagen, in Hohenschönhausen gibt es das noch nicht so, aber in Lichtenberg, also im anderen Ortsteil so gesehen, da gibt es mittlerweile eine Fahrradstaffel, ich glaube mit 10 oder 12 Kollegen. Und das habe ich auch für Hohenschönhausen mir gewünscht, aber die experimentieren sich gerade vom Innenstadt nach Außenstadt. Ich bin mir sicher, dass wir beide erleben werden. Die können ja auch mit Inliner kommen, ne? Das geht ja auch. Ich bin da auch sehr kreativ, aber es gibt nicht überall diese Wertschätzung für die Polizei wie von uns dreien. Da gibt es eben auch andere, die zum Beispiel sagen, weniger Polizisten sind auch in Ordnung. Ich habe da eine andere Meinung zu. Für mich ist es Freund und Helfer. Und ich freue mich auch, die im Stadtbild zu sehen. Ja, und nicht nur mit dem Auto vorbeifahren. Ja, genau. Ja. Na, nächstes Mal winken sie einfach und erwecken den Eindruck, als wenn sie die auf dem Eis einladen würden. Dann steigen die vielleicht auch mal aus. Ja, wenn sie mir das Geld dafür geben, gerne. Dann lade ich alle ich ein. Ich spendiere die ersten 3 Kugeln. Okay, ja. Gut. Ich gucke mal in den Chat rein. Da wird zum Beispiel auch das Thema nochmal von Frage 9 aus dem Brief aufgegriffen. Da geht es um die Freifläche Klützer Straße, Ecke Greves-Mühlender Straße. Da haben wir vorgestern auch gedreht. Lieber Martin, es ist ja eine Schulfläche, die bereitgehalten wird, wo auch gerade die Turnhallen gebaut oder saniert werden. Hast du die gerade vor dem geistigen Auge? Ja. Ich habe sie nicht vor meinem geistigen Auge, aber Klützer Straße ist tatsächlich ein Schulstandort, den wir in den nächsten Jahren auch bauen werden. Also da kommen wieder Schulen hin. Das ist uns wichtig, klar, und ist für die Entwicklung an Kinderzahlen auch total nötig. Ich schaue einmal, wenn du noch mal überbrückst, schaue ich mal ganz kurz in meine Schulliste und sag dir dann gleich Bescheid. Genau, also die Fläche ist ja mittlerweile sehr verwildert, teilweise auch sehr verdreckt, muss man mal sagen. Wir haben die letztes Jahr auch mal sauber gemacht, aber das hält ja immer nicht so lange an. Aber da soll der Schulneubau hin. Eine Turnhalle wird saniert, die andere wird neu gebaut. Also wir wollen ja auch den örtlichen Sportvereinen mehr Möglichkeiten geben. Ist das in Ihrem Sinne? Und die Frage beantwortet Frau Gabi, die 51820. Haben Sie noch eine ergänzende Frage dazu? Müssen Sie aber nicht. Können Sie gerne reinschreiben. Ja. Können Sie mich hören? Jetzt habe ich mich gerade... Ja. Wir hören Sie hervorragend. Weil bei der Grevesmühlener Straße stand ja auch eine Wohnanlage. Denn dachte ich, dass es auf diese Fläche ist, oder ist es jetzt woanders gemeint? Das war ja, glaube ich, die Frage 8. Nee, eine Wohnanlage. Die Frage 10 war das. Neue Wohnanlage Grevesmühlener Straße. Das ist die Fläche vom heutigen Edeka. Da plant die HOVOG auch schon seit längerer Zeit, die Planung ist aber noch nicht finalisiert, die planen da ein sogenanntes Punkthochhaus. Die haben sich mit Edeka auch schon geeinigt, mit der Bäckerei Streubel konnten die sich nicht einigen, das würde aber irgendwie so gehen, dass die bleiben können. Und dort soll tatsächlich ein Wohnhaus entstehen mit roundabout 115 Wohneinheiten. Das ist aber noch in der Schwebe, wann das genau kommt. Das heißt, der Edeka kommt dann weg? Also kein Ersatz. Edeka wäre auf Zeit dann weg. Wir hatten überlegt, ob es Sinn macht, mit einem Container auf der Freifläche in der Grevesmühlener Straße zu arbeiten oder den Leerstand zu nutzen, den wir auch in der Warnitze hatten, wobei das zu wenig Quadratmeter sind. Also auch die ehemalige Commerzbank sind ja nur 300 Quadratmeter. Es könnte also sein, dass der Edeka dann für circa 2 Jahre erstmal ersatzlos weg ist. Der soll aber dann wieder mit rein in dieses Gebäude. Aber es wäre in der Nahversorgung schon der zweite, der uns verloren geht, nachdem ja Lidl vor 5 Jahren schon abgewandert ist,
weil die HOVG leider damals, da haben wir uns ein bisschen gestritten, nicht bereit war, einen Anbau zu ermöglichen und Lidl mit den 600 Quadratmetern in diesem Objekt nicht mehr klar kam. Die wollten eigentlich verdoppeln, wenigstens ein paar hundert Quadratmeter anbauen, aber Lidl war nicht der verlässlichste Partner im Bezirk in der Vergangenheit und deswegen hat die HOVG da auch kein Vertrauen geschenkt. Mhm. Ja. Wann soll es denn losgehen mit den Bauarbeiten? Ich hätte gedacht, dass es eigentlich schon dieses Jahr losgeht. Das hat dann aber doch länger gedauert. Weiß nicht, Martin, wenn du weitere Erkenntnisse hast, teile die mit uns. Ja, also zum Schulstandort kann ich die Klützerstraße, das ist 36 bis 42, wenn das die Ecke ist. Das sind die Sporthallen, genau. Genau, da soll die Schule, es wird eine Grundschule oder eine weiterführende Gemeinschaftsschule, also die mit als Grundschule anfängt und dann eine weiterführende Schule hat. Da ist unsere geplante Fertigstellung 2025, also in 4 Jahren. Genau. Okay. Also die Freifläche, die so bewuchert ist, da wird eine Schule gebaut. 2025 ist ja manchmal schneller, als man denkt. Weil wer ist, da werden wir den nächsten Bürgerdialog dann mal das thematisieren. Und was das Punkthochhaus angeht, können wir gerne uns nochmal erkundigen. Und wenn Sie mögen, können Sie ja in 2 Wochen nochmal nachfragen in unserem Bürgerbüro. Einfach anrufen, vorbeikommen, Mail schicken, was auch immer. Und dann können wir Ihnen bestimmt Genaueres dazu sagen. Die aktuelle Planung beinhaltet 115 Wohneinheiten, ist aber nicht zeitlich definiert. Okay. Darf ich noch eine Frage stellen, die jetzt nicht bei der Auswahl, was mich nämlich sehr stört, aber das ist jetzt nicht direkt in unserem Wohngebiet, aber auch in unserem Stadtbezug, das sind diese Ruinen, die wir da zu stehen haben. Einmal an der Rienstraße, da wurde ja schon, weiß ich nicht, der wievielte Investor und es geht immer los und man hat sich gefreut und dann passierte doch nichts und wieder ein Jahr Leerstand. Der zweite ist vorne am Weißenseer Weg, wo dieses Sportlerhotel ist. Das steht ja auch nicht, weiß ich nicht, 20 Jahre schon leer. Ja. Und das ist aber, was zu Weißensee gehört, ist ja dieses Kinderkrankenhaus. Da hat es ja wohl auch schon wieder gebrannt. Also das sind so 3 Ruinen, wo man fast immer vorbeikommt und die nerven mich total. Also weiß ich nicht, ob da nun irgendwann mal das losgeht. Ich kann Ihnen sagen, das nervt uns auch, weil alle 3 ja in Privatbesitz sind. Die hat man ja damals Anfang des Jahrtausends für gar kein Geld de facto, teilweise für 1 Euro, verkauft, in der Hoffnung, die Betriebskosten zu senken. Das Land Berlin hat damals einen krassen Sparplan aufgestellt, von dem wir bis heute benachteiligt sind. In der Gernseestraße, das kann Herr Schäfer ja gerne auch noch ergänzen, sind ja mehrere Punkthochhäuser geplant mit insgesamt 2300 Wohneinheiten. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, dass die HOVG involviert ist, also ein landeseigenes Unternehmen. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass die kein beschleunigtes Verfahren dort gewählt haben, sondern es dauert 2 Jahre, ehe die da aus der Gänge kommen, nachdem schon 20 Jahre verloren sind mit diesen Ruinen. 94 sind da die Gastarbeiter ausgezogen, muss man sich mal überlegen. Also das ist ein Thema, da haben sie uns auf dem absolut richtigen Fuß erwischt. Das sehen wir haargenauso. Bei dem Kinderkrankenhaus ist es so, dass es einem russischen Investor gehörte, dem es wieder weggenommen wurde jetzt. Das heißt, das Land Berlin hat jetzt selber die Planungshoheit. Das gehört aber zum Bezirk Pankow. Wir sind trotzdem natürlich involviert, weil wir uns ja auch mit unseren Nachbarn unterhalten. Da kümmern sich jetzt also Pankow mit dem Land Berlin zusammen drum. Also da haben Sie vollkommen recht. Und das dritte war die dritte Ruine und Problematik. Das war das Sportlerhotel oder dieses. Das ist eine absolute Spekulationsfläche gewesen. Es gab mal vor 5, 6 Jahren das Projekt The Square. Weiß nicht, ob Sie das mal gelesen haben. Ja, das habe ich gehört. Und dann wurde das ja im Prinzip gecancelt, weil es ja um diesen Lärmschutz ging, wegen Sportforum. Der Sport. Haben Sie gut gemerkt. Es gab noch ein zweites Problem. Die wollten da sowas wie, ich übertreibe jetzt, ne? Die wollten sowas wie ein zweites Linnencenter damit einsetzen. Und das Einzelhandelskonzept für die Region sieht eben bei weitem nicht ein zweites Linnencenter vor, sondern eben viel weniger Handel. Und die wollten da viel mehr Handel haben. Und irgendwann hat der Investor sich von dem Planer getrennt. Und der Planer hatte Staub aufgewirbelt, das Square geplant und riesen Zeitungsartikel fabriziert. Im Ergebnis bis heute nichts passiert. Das Ding verfällt. Es ist eigentlich eine Schande. Die Eintrittskarte Hohenschenhausens ist ein vergammeltes Sportlerhotel. Ich bedauere das, weil da ja auch viele schöne Erinnerungen dranhängen. Viele hatten dort ihre Partys von den Schulabschlussfeiern über die Sportler selbst. Wir setzen uns dafür ein, dass es da bebaut wird, aber es ist privat. Und privat heißt, dass der Private selber entscheidet, wann er dort etwas vollzieht und wann nicht.
da, wo wir können, unterstützen wir, aber wir können es nicht erzwingen. Also so viel mal kurz von meiner Seite, Martin Schäfer, gerne in Ergänzung oder Widerspruch. Ich versuch's ganz knapp. Uns ärgern diese Ecken auch total, weil sie ja schon versiegelt sind. Das heißt, es ist ja keine Grünfläche oder keine Parkanlage, sondern versiegelte Fläche. Und ich bin ganz persönlich, aber ich glaube viele auch der Meinung, versiegelte Flächen sollten wir gerne auch wieder bebauen und grüne Flächen sollten wir bitte grün lassen. Und wir erleben jetzt gerade ein bisschen was anderes, dass manche grüne Höfe bebaut werden sollen und Grünflächen umgewidmet werden. Und da wehre ich mich als Flächeninhaber, es klingt jetzt so blöd, als ob es meine Flächen wären, aber ich bin ja dafür verantwortlich, für die Grünflächen. Ich gebe also keine Grünfläche für den Wohnungsbau her, solange wir nicht so viel versiegelte Flächen haben, wo Wohnungsbau entstehen könnte. Und gerade das alte Sportlerhotel an der Ecke gegenüber ist das Hochhaus. Da könnte man auch in die Höhe bauen. Das steht auch im Norden, also das nimmt nicht mal Schatten weg. Also es ist eigentlich eine ideale Fläche, um auch wirklich gute Wohnungen zu bauen. Auch die ganze Kreuzung wird neu gestaltet, was die S-Bahn, was die Straßenbahn angeht und Bus. Ein toller Standort, aber es passiert nichts. Es ist ärgerlich. Ja. Ja, kann man da Frage nicht auch beantwortet? Ja, nur noch eine Frage. Könnte man mit diesem Zweckentfremdungsverbot kann man ja nicht, weil es ja nie Wohnhäuser, also nie Wohnhäuser waren wahrscheinlich, ne? Nein, man kann. In so einem Staat möchte ich eigentlich auch gar nicht leben, wo es sehr einfach wäre, Leuten das Grundstück wegzunehmen, nur weil es uns nicht passt. Aber es ist eher Überzeugungsarbeit nötig, dass wir sagen, Leute, wir machen es euch einfach. Wenn ihr einen Bauantrag stellt, werden wir den schnell genehmigen. Wir legen euch da nicht Steine in den Weg. Oft haben die ja Schiss, Dinge auf den Weg zu bringen, weil sie sagen, das dauert in Deutschland alles so lange, da mache ich lieber nichts. Und das müssen wir ändern. Mhm. Okay, danke. Es gibt einen Vorteil, der aber auch gleichzeitig ein Nachteil ist. Die Flächen sind total nachgefragt. Es gibt ganz viele, die da jetzt gerne was machen würden. Das steigert den Preis. Der Nachteil ist nur, die Leute denken sich, wenn ich jetzt noch 3 Jahre warte, wird es noch wertvoller. Das heißt, das Bedürfnis zu bauen, das ist nicht ganz so ausgeprägt, wie wir uns wünschen würden. Stand heute hätten wir die Flächen natürlich niemals für diesen Preis verkaufen dürfen, ohne eine Rückabwicklungsmöglichkeit im Vertrag. Wir haben übrigens daraus gelernt, heute werden keine Flächen in Berlin mehr verkauft, schon gar nicht für 1 Euro. Man muss mittlerweile mit guten Konzepten beweisen, dass man was machen will, sonst braucht man gar nicht mit dem Land Berlin reden. Also die gute Nachricht ist, wir haben wenigstens aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die schlechte ist, trotzdem haben wir noch diese 3 Ruinen, die uns wehtun. Okay, danke. Gerne. Dann sehe ich weitere Fragen. Übrigens interessant, wenn ich das mal so sagen darf, wir hatten ja schon in Wartenberg, Margaretenhöhe und Falkenberg einen Bürgerdialog mit guter Resonanz und immer kam das Thema der Ladesäulen. Immer. Ja. Und lieber Martin, jetzt bist du ja vielleicht schon eingeübt bei der Beantwortung. Ich habe das übrigens gestern auch im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses wieder platziert. Die Senatorin ist sehr motiviert, offensichtlich jetzt doch was in die Gänge zu bringen. Okay. Wie ist der Stand der Dinge im Bezirk? Wir haben aus allen 3 Runden, Danny, die wir schon gemacht haben, immer gleich in den nächsten 1-2 Tagen die Stationen weitergeleitet. Das hat der Marc Kamin aus meinem Büro gemacht, der ist dafür zuständig. Und wir bauen die nicht selber, das ist nicht unsere Aufgabe. Und wir haben auch, man könnte das den Bezirken geben, da müsste man auch ein bisschen Geld uns geben. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die das Land Berlin macht, also der Senat. Und gerne nennen Sie uns Standorte. Es heißt immer, es fehlt an Standorten. Naja, das sehe ich anders, wir haben Standorte. Also gerne schicken Sie uns die so konkret wie möglich. Und jetzt kommt das kleine Aber mit folgender Einschränkung. Wir möchten gerne Standorte, wo man tagsüber auch parken darf, wenn man kein E-Auto hat. Weil uns das oft begegnet, dass die Leute ja mit ihrem E-Auto eher auch tagsüber unterwegs sind, nämlich zur Arbeit fahren. Und dann steht da der Parkplatz den ganzen Tag über frei und keiner darf rauf, weil er kein E-Auto hat. Und deshalb haben wir uns überlegt, möchten wir gerne E-Auto-Parkplätze, Ladestationen machen, wo dann steht von 18 bis 8 Uhr zum Beispiel. Also da kann dann nur jemand stehen, der auch ein E-Auto hat. Aber die anderen 12 Stunden am Tag oder 10, je nachdem, können auch Leute stehen, die kein E-Auto haben. Das wäre so eine Sache, die ich gut finden würde. Sophia, du hast ja die Frage gestellt. Habt ihr euch schon so ein Auto zugelegt? Nee, noch nicht. Aber perspektivisch, mein Freund studiert regenerative Energien, muss ich dazu sagen, ist das sein großes Ziel.
Genau, aber die Frage ist ja auch, wie es hier in der Wohn-, also ne, müsst ihr auch irgendwie in der Nähe sein, so eine Ladestation? Ja, absolut, absolut. Ansonsten ist es ja ungünstig. Also, aber Sophia, Sie haben sich was anderes zugelegt, sehe ich hier so halb. Zwei sogar. Genau, ich muss ihn kurz, kurz halten, weil die Große schlafen gelegt wird. Ach, schön. Ja. Glückwunsch. Ja. Ich hätte die Große gern noch mal im Videochat gesehen, aber dann nächste Mal. Also, genau. Ich will aber noch kurz ergänzen, weil wir das ja gestern im Verkehrsausschuss als Thema hatten. Die Senatorin plant für die Zukunft eigentlich sowas wie Schnellladetankstellen, die in 20 Minuten das füllen. Da gibt es auf dem EUREF-Campus, liebe Sophia, und wir können uns den gerne mal als Bürgerbeirat zusammen angucken gehen, wenn du möchtest. Können wir mal überlegen und vorschlagen. Da gibt es also schon Modelle, wo entweder an den Laternen aufgeladen wird oder eben wirklich an der Tankstelle 20 Minuten Auto wieder voll. Und das ist jetzt die Frage der technologischen Entwicklung und der Technologieoffenheit des Landes Berlin, das auch zu befördern, dass so eine Infrastruktur kommt. Also ich unterstütze das und ich glaube, dass das ja essentiell ist, damit wir überhaupt den Umstieg vom Verbrenner auf die Elektrofahrzeuge hinbekommen. Also volle Unterstützung. Und wenn du uns eine ganz konkrete Stelle nennst, wo du das gerne hättest, werden wir das auch gegenüber dem Bezirk und dem Senat versuchen zu befördern. Okay? Gut. Der Jens Zipp hatte noch kurz im Chat auch noch mal geschrieben, dass die GDL auch gefordert hat, dass mehr Sicherheit durch Personal in den Zügen ist. Das sehen wir ganz genauso. Also vielen Dank, dass die GDL da auch an der Stelle kämpft, auch die Interessen der Bahnerinnen und Bahner vertritt. Ich glaube, uns hat sie da an der Seite, weil schon das Thema Personal mittlerweile ein sehr unterrepräsentiertes ist. Und ich finde es schon ganz nett, wenn man auch noch auf Menschen trifft, mit denen man mal ein Gespräch führen kann. Ich bin schon teilweise, ich bin nicht oft bei McDonald's, aber dass man mittlerweile eigentlich gar keinen Kontakt mehr mit Menschen hat, ist schon auch irgendwie merkwürdig für jemanden, der dann doch eigentlich gern gesprächig ist. Ja. Okay, gibt es weitere Fragen hier in der Runde? Möchte noch jemand ein Thema beleuchten, was nicht beleuchtet wurde? Ich würde noch ganz kurz erzählen, Ärzte-Thematik. Wir sind mittlerweile, das ist keine gute Nachricht, bei der Ärzteversorgung in der Region auf unter 80% gesunken bei Hausärzten und Kinderärzten. Der Martin Schäfer und wir gemeinsam haben einen 10-Punkte-Plan entworfen für die BVV. Der wurde zwar nicht angenommen, aber die Themen, die dort drin sind, sind natürlich brandaktuell. Also mehr Arztansiedlung. Da hat die Kassenärztliche Vereinigung sich was ausgedacht, nämlich wer nach Lichtenberg kommt, kommen muss, könnte man fast sagen, der wird mit 60.000 Euro in den ersten 2 Jahren gefördert, was ein erheblicher Betrag ist. Damals war es so, dass man einen Sitz in Lichtenberg kaufen konnte und zur Friedelstraße abwandern konnte. Das geht jetzt so nicht mehr. Dafür kann man mit ca. 130 Stellen, die unbesetzt sind, also 130 Ärzte könnten sich in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick ansiedeln. Es gibt aber keine Ärzte, die das wollen. Deswegen möchten wir auch die Ausbildungskapazität erhöhen. Das eigentliche Konzept, um schneller zu werden, als darauf zu warten, dass in 10 Jahren wieder mehr Ärzte da sind, sind medizinische Versorgungszentren zu schaffen. Da sind wir mit dem Sana-Klinikum zum Beispiel im Gespräch und versuchen eben Standorte zu entwickeln, wo dann wieder mehr Ärzte sich auch als Angestellte niederlassen können, weil auch dieses Bedürfnis sich bei Ärzten tatsächlich verändert hat. Also die Selbstständigkeit schreckt einige ab, aber natürlich auch die geringere Dichte an Privatpatienten, da muss man nicht drum herum reden, und die Rahmenbedingungen vor Ort. Ne? Also die Rahmenbedingungen hier, Praxis aufzumachen, sind auch nicht optimal. Martin, du als amtierender Gesundheitsstadtrat, vielleicht hast du da noch eine Ergänzung, aber das Thema Ärzte brennt schon ordentlich unter den Nägeln. Ja, also entschuldigen Sie, auch wenn ich ein bisschen emotionaler da werde, weil das hat mich schon echt geärgert. Also das waren 10 gute Vorschläge. Man muss ja nicht alle gute Vorschläge von der CDU gut finden. Und wenn man gesagt hätte, 8 finden wir gut oder 7, ist ja auch in Ordnung. Aber man hat alle 10 abgelehnt und wirklich war dabei mit dem Kommentar, das bringt doch sowieso nichts. Und das finde ich einfach, das geht nicht. Also wir sind in einer so angespannten Situation im gesamten Bezirk, die noch schlimmer wird, das wissen wir alle. Es gehen noch etliche Ärzte in Ruhestand in den nächsten Jahren.
Und wir haben hier ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie also junge Ärztinnen und Ärzte es leichter bekommen, eine Praxis zu übernehmen, dass man auf Bauvorschriften verzichtet, dass die da nicht drei Toiletten einbauen müssen in eine kleine Praxis und. Und alle wurden abgelehnt mit dem Thema, es bringt ja sowieso nichts. Wir bleiben da dran. Wir sind tatsächlich auch im Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir sehen tatsächlich dann eher auch eine Chance, da es auch junge Frauen oft sind, die Ärztinnen sind, die nicht Fulltime arbeiten wollen, dass man eine Lösung braucht, dass aus Teilzeit, also mehrere Teilzeitärztinnen können vielleicht auch gemeinsam eine Praxis aufmachen, weil das verstehe ich schon, wenn ich nur eine halbe Stelle arbeiten will, kann ich nicht eine Miete halten und Personal halten und so weiter. Also da muss man Lösungen finden, dass vielleicht Praxen gemeinsam entstehen oder das medizinische Versorgungszentrum, das du angesprochen hast. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich telefoniere 14-tägig jetzt nur noch, aber die letzten Monate wöchentlich mit den Krankenhäusern, die wir haben. Und alle sagen, sie brauchen den Schulterschluss der niedergelassenen Ärzte, weil sonst die Leute wegen jedem Pups nämlich ins Krankenhaus gehen. Und das geht halt auch nicht, weil dann das verkraften die wiederum nicht. Deshalb brauchen wir ganz viele Ärzte. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Dank, Martin, auch für diesen Appell nochmal. Volle Unterstützung. Gut, wir haben jetzt 85 Minuten miteinander hier, glaube ich, ganz gut absolviert. Gibt es noch ein Thema, was Sie beleuchten möchten? Haben Sie noch eine Frage? Dann ist das jetzt nochmal der Moment, wo Sie das vortragen können. Ansonsten will ich Sie herzlich einladen, entweder den Newsletter vom Bürgerbüro zu abonnieren. Da kriegen Sie einmal im Monat alles, was im Kiez passiert, haargenau. Oder eben auch wirklich mal am Bürgerbüro vorbeizukommen. Die Corona-Pandemie hat sich ja ein wenig verbessert, kann man sagen. Also wir können uns wieder treffen. Und Sie sind herzlich im Bürgerbüro eingeladen, mal auf einen Kaffee und Wasser vorbeizukommen, einfach reinzurufen, was Sie an Themen haben. Da sind wir immer sehr, sehr dankbar und geben Sie uns auch die Chance, dann diese Themen für Sie mit zu erledigen. Ich habe heute einiges wieder mitgenommen, insbesondere das Thema Fahrradinfrastruktur, E-Ladestruktur, aber auch das Sicherheitsbedürfnis, gerade am Bahnhof Wartenberg. Alle unsere Bahnhöfe sind sanierungsbedürftig. Alle unsere Bahnhöfe hätten es verdient, dass sie eine neue Investition erfahren. Und dafür werden wir uns einsetzen. Ja, jetzt habe ich gesehen, Frau Kerfs macht zumindest noch mal an. Das ist ja wie immer verdächtig. Sie hätten die Gelegenheit, noch mal was zu sagen, genau. Ja, genau. Ich wollte es noch mal was sagen. Und zwar fand ich das ganz, ganz, also ich fand das ganz, ganz toll. Mein Mann, das ist jetzt peinlich. Ich fand jedenfalls den Brief ganz toll. Ich fand die Einladung ganz toll. Ich finde ein bisschen schade, dass hier nur 13, 14, 15 Leute bei waren. Vielleicht dem Wetter geschuldet, dass Freitagabend ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass es Montagabend genauso gewesen wäre. Weiß ich nicht. Ist ja nur spekulativ. Auf jeden Fall, ich fand es gut. Soll ich das jetzt trotzdem noch mal reinschreiben, welche Straßen wir meinten mit dem Radwegen? Ja. Okay, dann schreibe ich das noch rein. Und ich hatte jetzt auch noch mal die Ärzte, finde ich ganz, ganz gruselig, dass da die Kassenärztliche Vereinigung sagt, nee, sollen doch die Leute bleiben, wo sie sind. Auch sollen sie doch alle wegsterben oder keine Ahnung, alleine ihre Kinder kriegen oder die Kinder alleine versorgen. Weil es geht ja nicht nur um die Fachärzte, sondern speziell auch um die Jugend. Ne? Es wird gebaut, gebaut, gebaut. Es kommt Flüchtlingsunterkünfte ohne Ende. Es geht ja nicht nur um diesen Bereich des Bezirks, sondern Lichtenberg ist ja riesig. Seewarnstraße, Mellensiestraße, da wird auch gebaut ohne Ende. Und da passiert genauso wenig. Kitas und Schulen, Ärzte, alles, die ganze Infrastruktur ist komplett, fällt komplett hinten runter. Und wenn da nichts passiert, dann wird's zum Ghetto hier alles. Aber Hauptsache Zehlendorf und Charlottenburg sind natürlich gut aufgestellt. Hm? Aber seien Sie sicher, ich bin ja aufgewachsen in Hohenschönhausen. Sie haben alle Solidarität und Unterstützung und dieses Ziehen an der Decke, das machen wir total gerne im Sinne von, dass auch nach Hohenschönhausen Investments notwendig sind. Und deswegen die Feuerwehr kommt, das Polizeirevier wird saniert, die S75 werden wir auch beide erleben, wird wieder ordentlich fahren. Und dann werden wir darüber schmunzeln, dass wir eine Phase hatten, wo es nicht funktioniert hat. Aber wir müssen eben dranbleiben. Und auch bei den Ärzten hatten wir hier große Veranstaltungen mit dem Dr. Rupert, dem kassenärztlichen Vorstandschef und anderen, damit wir denen zeigen, wir sind nicht doof und wir sind auch nicht leise.
sondern wir machen auch Druck. Und deswegen toll, dass Sie das auch angenommen haben, dieses Format hier. Und ja, es sind vielleicht erstmal nur 13 oder 14. Beim nächsten Mal sind es vielleicht 20 oder 30. Aber wir sind durch diesen Bürgerdialog hoch motiviert, weiterzumachen. Ja, also herzlichen Dank. Das braucht ihr mal nicht peinlich sein. Ich möchte mal bedanken an alle, die mitgemacht haben, die den Mut hatten, hier mitzumachen. Und danke für die Einladung. Und vergessen Sie den 256er nicht. Der wird so dringend gebraucht. Und zwar nicht der nach Falkenberg, sondern der nach Wartenberg. Alle 10 Minuten bitte. Volle Zustimmung. Und Herr Schäfer hat ja gesagt, nächste Woche wird mit der BVG geredet. Jetzt nicht nur über ein paar andere Themen, sondern der 256er muss auf den Verhandlungstisch, lieber Martin. Und du nickst. Also herzlichen Dank dafür. Ja, schönes Wochenende an alle. Ja. Das wünschen wir auch. Dann bleiben Sie auch allen. Danke. Und es gibt ein Protokoll. Es gibt ab Dienstag ein Protokoll auf der Webseite von mir. Da können Sie alles nochmal nachlesen. Und wenn Sie Fragen haben, Korrekturen haben, wirklich immer Bescheid sagen. Sie sind immer herzlich willkommen bei uns. Alle gesund bleiben und schönes Wochenende. Danke, Martin Schäfer. Ja. Sehr gerne. Schönes Wochenende Dankeschön. Für Sie alle. Tschüss. Bleiben Sie gesund. Danke. Danke. So.